Rote Rosen-Vorschau Folge 3546. Carla freut sich, dass Philipp von seiner Weinreise zurück ist. Doch die Freude währt nicht lange, auf dem Gut wird eingebrochen. Durch einen Zufall entdeckt Philipp auf Gregors altem Handy einen Gesprächsmitschnitt, der Carla das Blut in den Adern gefrieren lässt. Gunther versucht nach seiner Rückkehr aus Brasilien versöhnlich auf David zuzugehen. Doch David ist noch zu sehr mit seiner Diagnose beschäftigt und kann die Annäherung nicht zulassen. Gunther, der nichts von Davids Krankheit weiß, schießt sich wieder auf Franzi als Schuldige ein. Die Sorge um die schwerkranke Britta wird größer. Trotz Phagentherapie sinkt das Fieber nicht. Hendrik muss sich die Vorwürfe der Familie gefallen lassen und ist kurz davor, die Hoffnung zu verlieren, als Britta endlich die Augen aufschlägt. Katrin ist erleichtert, als Florian im letzten Moment dafür sorgt, dass Franzi in Lüneburg bei David bleiben kann. Doch ein kapitaler Schaden an ihrem Boot sorgt erneut für Streit. Versöhnung liegt in der Luft. Beide ahnen, dass nicht nur im Boot der Wurm drin ist. Oh.